Meine sehr verehrten Damen und Herren, in Anschluss an die Nachrichten folgt nun der aktuelle Wetter- und Klimabericht. Wir beginnen mit einer Warnung. Wir erwarten heute Tagestemperaturen um 35 bis 38 Grad in der Region. Wenn Sie sich nach 10 Uhr vormittags bzw. vor 22 Uhr am Abend in das Freie begeben, dann achten Sie bitte auf Ihre Hitzeschutz- und UV-Schutzkleidung. Wir erwarten heute weiterhin ein extremes Wetterphänomen. Es wird regnen. Viele von Ihnen werden dieses Phänomen gar nicht mehr kennen. Regen bedeutet, dass Wasser vom Himmel fällt. Da die Böden in der Region Berlin-Brandenburg, wie Sie wissen, seit Jahren steinhart ausgetrocknet sind, ist mit Überschwemmungen zu rechnen. Im Bereich von Neukiel und Neuhamburg erwarten wir starke Überflutungen. Ja, so oder so ähnlich wird sich vielleicht in den nächsten Jahren der Wetterbericht anhören, wenn man hier bei uns in der Region Berlin-Brandenburg morgens das Radio einschaltet. Ich hatte mir noch so ein paar andere nette Formulierungen ausgedacht, so im Sinne von, bevor Sie sich in Ihre Hitzeschutzräume zurückziehen oder herzlich willkommen, wir haben es morgen 7.45 Uhr, es sind draußen erfrischende 32 Grad. Ja, wie auch immer. Und damit erstmal herzlich willkommen zu diesem Wort zum Freitag. Und ihr merkt, es liegt mir wieder was am Herzen, etwas, was ich mit euch teilen möchte. Und zwar geht es, wie so oft bei den Worten zum Freitag, natürlich um das Wetter, um das Thema Klima, Klimakrise, Veränderung, was wir alles tun können. Und mich hat in dieser Woche ein Bericht aufgerüttelt, beziehungsweise sehr betroffen gemacht. Und zwar ging es in diesem Artikel um die zukünftige Wasserversorgung in der Region Berlin-Brandenburg. Berlin-Brandenburg wird, das zeigen die Klimaprognosen der nächsten Jahre und Jahrzehnten, mit zu den trockensten Regionen in ganz Deutschland gehören, mit zu den trockensten Regionen sogar in ganz Europa. Das heißt, wir werden nicht nur ab und zu mal trockene Sommer erleben, sondern das Ganze, der gesamte Wasserhaushalt in der Region wird aus dem Gleichgewicht geraten. Wir sehen das jetzt schon in den vergangenen Jahren so in diesem Artikel und in der Prognose wird es nicht besser. Es wird eher schlechter, es wird eher schlimmer. Wir müssen, wenn überhaupt, mit immer mehr Starkregen rechnen, der natürlich oberflächlich abfließt, weil die Böden gar nicht mehr in der Lage sind, das Wasser aufzunehmen. Ich meine, wenn ich mich hier umgucke, bin jetzt gerade hier in Potsdam unterwegs. Man hat eher das Gefühl, dass man sich Ende August irgendwo auf Korsika befindet, weil es ist irgendwie so gut wie alles, was irgendwie mal an Rasenflächen oder sonstigen Bereichen grün war, es ist einfach alles nur noch braun. Das ist gar nicht mehr trocken. Es ist einfach nur noch verbrannt, steinhart. Das Einzige, was da noch grün irgendwie vorzeigt, sind irgendwelche Pflanzen, die aus irgendwelchen Gründen das schaffen. Ich bin kein Biologe, immer noch ein paar grüne Blätter zu haben. Auf der Herfahrt heute ist mir aufgefallen, frisch gepflanzte Bäume sind jetzt schon vertrocknet, weil man wahrscheinlich gar nicht hinterherkommt, sie zu wässern. Es wird also immer weniger Niederschlag geben. Es wird, wenn überhaupt, dann nur noch Starkregen geben, vor allem im Sommer. Sowas von früher, ich höre das ja immer nicht so gerne, aber so dieser Landregen, also so ein kontinuierlicher, leichter Regen, der sich über Stunden oder sogar Tage hinzieht, das kennen wir ja schon überhaupt gar nicht mehr. Das ist ja ein Phänomen, ein Märchen aus den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Wie gesagt, das Wasser kann nicht mehr eindringen und durch die immer weiter steigenden Temperaturen wird natürlich das Wasser, was vielleicht dann auch nochmal doch in den Boden eindringen kann, in die ersten Zentimeterschichten dann auch ganz schnell wieder verdunsten, weil einfach der Boden auch so warm ist, dass das Wasser gar nicht Zeit hat, um bis an die Wurzeln zu gelangen, sondern es wird dann schon viel früher anfangen zu verdunsten. Ja, und das Ganze, das macht einem natürlich betroffen, das macht einem natürlich Sorge, das macht einem auch ein Stück weit eigentlich Angst. Und ich habe mir mal das so durch den Kopf gehen lassen. Die Region Berlin-Brandenburg ist ja eine Region in Deutschland, die sich ja rühmt, eine Region, gerade Berlin, für Forschung und Entwicklung zu sein und Lehre und Bildung. Auch Brandenburg ist ein Land, das jetzt das ein Industrieland ist. Denkt an Tesla und viele, viele andere Fabriken, Hersteller, die sich hier schon angesiedelt haben oder ansiedeln werden.
Und die sind natürlich alle auf eine ausreichende, funktionierende Wasserversorgung angewiesen. Und das heißt also, wenn hier in Zukunft noch weiter Menschen vernünftig leben wollen, wenn man hier weiter Forschung betreiben will, wenn man hier Industrie weiter am Laufen haben will, dann braucht man Wasser in großen Mengen. Das soll jetzt übrigens kein Bashing-Video gegen die Tesla-Fabrik sein, ganz im Gegenteil, sondern es zeigt eigentlich nur, wie dringend es ist, dass wir, ja, das muss man jetzt vielleicht mal so klar und deutlich sagen, wirklich wir alle, also Politik, Menschen, wir alle im wahrsten Sinne des Wortes, Industrie, den Arsch hochkriegen und viel, viel mehr und viel, viel schneller für den Schutz des Klimas tun, als wir das bisher getan haben. Ich mache mir da allerdings, je nachdem, wann ihr dieses Video seht, wir haben es jetzt Ende Juni 2021. Wir sind ja nur noch wenige Wochen vor der Bundestagswahl und ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Denn die nächsten 2, 3, 4 Jahre, die werden ganz, ganz entscheidend sein dafür, wie es klimatechnisch weitergeht. Natürlich wird Deutschland die Welt nicht retten, auch wenn wir morgen kein CO2 mehr ausstoßen würden, also wir Deutschland. Aber wir müssen unseren Anteil daran liefern und das tun wir nicht. Da sind wir weit hinterher. Im Gegenteil, wir sind in Deutschland kontraproduktiv. Ich nehme jetzt mal die Region Berlin-Brandenburg. Da bauen wir zum Beispiel einen Flughafen, der auf Wachstum ausgerichtet ist, obwohl wir wissen, dass wir uns das eigentlich gar nicht mehr leisten können. Da bauen wir in Deutschland eine Gaspipeline neu, die die nächsten, keine Ahnung wie viele Jahrzehnte, Erdgas nach Deutschland bringen soll. Obwohl wir wissen, dass Erdgas auch nicht viel besser als Kohle ist. Stichwort Methanschlupf und Transportenergieaufwand und natürlich auch die CO2-Emissionen, die überhaupt frei werden, wenn wir Erdgas verbringen. Ich hoffe, ihr könnt mich jetzt noch sehen. Ich bin hier so irgendwie im Schatten. Das wird auch nicht besser. Egal. Ist ja sinnbildlich, ja. Es ist 7.51 Uhr und du hast das Gefühl, du kriegst schon einen Knall im Auto, so warm ist das. Also wir sind kontraproduktiv mit all diesen Dingen. Wir haben das Gefühl, oder manche Politiker haben vielleicht sind immer noch der Meinung, das wird schon wieder weggehen und nächstes Jahr wird alles wieder so, wie es vorher war. Man muss sich allerdings auch klar sein und bewusst sein, dass selbst wenn die ganze Welt von heute auf morgen, jetzt muss ich mal gucken, selbst wenn die ganze Welt von heute auf morgen kein CO2 mehr freisetzen würde, dann wird es ja nicht mehr so wie vorher. Sondern dann verbleibt dieser Status quo der Atmosphäre, des thermischen Gleichgewichtes, was wir im Moment haben, oder des thermischen Ungleichgewichtes, besser gesagt. Wir haben ja ein thermisches Ungleichgewicht. Die Erde nimmt ja viel, viel mehr Energie auf und behält sie, als es früher der Fall war. Da gab es neulich so einen Bericht von der NASA, erschreckend, welche Mengen an Wärmeenergie dieser Planet inzwischen schon aufgenommen hat. Das heißt, also es geht ja nicht mehr darum, irgendwie Zustände wiederherzustellen, wie wir sie vor, keine Ahnung, 20 oder 30 Jahren hatten, sondern wir können eigentlich nur noch hoffen, dass es nicht noch viel, viel schlimmer wird. Denn schlimmer wird es auf jeden Fall. Das ist gar keine Frage. Und das sind sich, glaube ich, einfach viele wirklich noch überhaupt gar nicht bewusst, worüber wir hier eigentlich reden. Wie gesagt, ich habe mit dem Wasser angefangen und in dem Thema Wasser, da bemerken wir vielleicht doch alle ganz, ganz schnell den Klimawandel viel sichtbarer und also im wahrsten Sinne des Wortes sichtbarer, als wenn es nur um Temperaturen geht, weil ich muss mich ja nur umgucken. Man braucht ja hier kein Rasenmäher mehr, um hier an den Seiten zum Beispiel, wo ich gerade langfahre, das Gras wegzuschneiden, sondern man braucht ja schon bald einen Mähdrescher und kann das, was man hier einfährt, gleich irgendwie in die Viehhaltung bringen, keine Ahnung. Und das finde ich einfach furchtbar. Ich finde das katastrophal zu sehen, wie die Vegetation abstirbt und wie man eigentlich selber nur noch sich überlegt, wie kannst du das, was du vielleicht in deinem kleinen Garten hast, so einigermaßen irgendwie am Leben behalten. Und den Rasen hast du schon längst aufgegeben, sondern du kümmerst dich eigentlich nur noch um ein bisschen Obst und Gemüse, was du da anbaust. Also das ist schon irgendwie echt megamäßig krass. Und ich fahre jetzt hier wieder nach Hause und ich gucke mich hier um und ich sehe es nur noch braun, verbrannt, so wie man das früher gekannt hat, wenn man, wie gesagt, nach dem Süden in den Urlaub gefahren ist, zur Hochsommerzeit oder zur Spätsommerzeit, wenn um dich herum alles nur noch trocken war, wenn es morgens schon auf Korsika 31 Grad hatte, und du schon gedacht hast, das wird wieder ein heißer Tag.
keine guten Aussichten, muss ich ehrlich sagen. Tut mir leid, euch auch in dieser Woche wieder nicht irgendwie mal irgendwie so eine richtig coole Sache irgendwie zu sagen, sondern es sind einfach die Dinge, die mich beschäftigen. Und wir müssen also alle kräftig dranbleiben. Ich will es jetzt gar nicht wiederholen, will euch gar nicht auch länger jetzt auf die Folter spannen, aber das war das, was mir an diesem Tag irgendwie heute durch den Kopf gegangen ist und was ich mit euch teilen wollte. Wir können gerne darüber diskutieren. Wie seht ihr das? Wie ist das in eurer Region? Habt ihr, so wie wir neulich hier auch schon, den Hinweis bekommen, die Gartenwässerung einzuschränken? Wie ist das mit dem Poolbefüllen bei euch? Wie ist es überhaupt mit der Wasserversorgung bei euch? Mit den Wasserpreisen? Spürt ihr das oder ist es euch vielleicht auch egal? Sagt ihr vielleicht, ich zahle so viel fürs Wasser, da sollen die mal sehen, wo sie das herkriegen. Wird schon irgendwie gehen, muss man sich das eben von irgendwo herholen? Oder macht euch das nicht auch irgendwie betroffen und vielleicht auch ein Stück hilflos? Das können wir gerne in den Kommentaren miteinander diskutieren. Die Kommentare sind sehr, sehr wichtig. Also bitte, auch wenn es nur zwei Wörter sind, schreibt ruhig was rein. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Und in dem Sinne sage ich Tschüss an der Stelle. 7.55 Uhr. Ich guck mal schnell, wartet mal, wie gerade ist es draußen. Es sind zwar heute jetzt nur 24 Grad, aber unfassbar. Unfassbar. Der Sommer hat gerade erst angefangen. In dem Sinn, ich wünsche euch, irgendwie kommt gut weiter durch die heißen Tage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.